Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen dramatischen Folge Until Dawn auf der PlayStation 5. Wir machen jetzt hier weiter mit Chris und ja, in der letzten Folge wurden wir mit ihm auf jeden Fall niedergeschlagen und Ashley auch. Ja, aber sie wurde mitgenommen von dieser mysteriösen Person und wir müssen sie auf jeden Fall jetzt finden. Und ich bin auch sehr gespannt, was ist mit Jessica? Ja, denn sie ist ja diesen Abgrund hinabgestürzt. Ich hoffe einfach, dass sie das überlebt hat. Und was ist Nicht das gut. hier? Nicht gut, oh nein. Okay. Das ist von Ash der Name. Von ihr ist das etwas, was sie dabei hatte. Hoffen wir mal, dass es ihr gut geht. Die Melodie ist gerade auf jeden Fall sehr angsteinflößend, wie ich finde. Was zum Teufel? Meine Güte. Okay, hier ist Blut an der Wand. Oh, shit, nein. Oh nein. Wir müssen auch noch hier weiter. Ash! Okay, hier geht's nach draußen. Diese Person muss sich hier entlang geschleppt haben, wie es aussieht. Ash, wo bist du? Ashley. Er oder sie muss sich hier entlang getragen haben. Wir folgen immer weiter dem Weg hier auf jeden Fall jetzt erstmal. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus gerade. Ashley! Ganz und gar nicht. Ist jemand da, Ashley? Hier ist auch eine Blutspur. Oder was ist das hier unten? Oder ist das einfach nur Dreck, was hier am Boden ist? Hier haben wir zwei Wege. Wir gehen erstmal hier entlang. Vorne ist ein kleines Licht. Was zum Henker? Ein Clown. Wer tut sowas? Sowas hatten wir doch auch bei diesem Psychiater, wo wir waren. Oder wo wir immer mal wieder sind. Okay, das kam gerade sehr plötzlich. Oh, shit. Hey, das ist dieser Schweinskopf. Den haben wir doch schon mal gesehen. Bloß damals war der noch wo aufgespießt. Und hier ist ein Totem. Okay, lasst uns mal reinschauen. Da hängt jemand. Aber wer? Ich glaube, was Totes Totem, okay. Das heißt, das zeigt den Tod an von einer Figur. Ich würde sagen... Halt, Moment, da links steht ja auch was. Von Chris auf dem Berg gefunden. Ja, stimmt, das haben wir nur gefunden. Ich habe gerade den Namen verwechselt. Ich dachte gerade, das wäre eine andere Person. Die dann halt dort am Berg hängt, aber die hängt auf jeden Fall irgendwo. Und ich würde meinen, das ist ein Mann. Das sieht nämlich von der Hose und von den Schuhen her so aus. Also irgendjemand hängt später mal wo, wenn wir da nicht richtig aufpassen und stoppt anscheinend dort. Okay, das müssen wir irgendwie umgehen. Vielleicht mit einem sicheren Weg irgendwann mal, wenn wir mit einer Person wo lang klettern. Weil das war ja auf jeden Fall jetzt hier ein Berg oder so, wo da jemand geklettert ist. Gut, wir gehen jetzt hier entlang. Dann ist das hier der Hauptweg. Ashley! Ashley, wo bist du? Naja, sie wird bestimmt nicht antworten. Sie ist bestimmt noch bewusstlos, denke ich mal. Aber Mist, wo ist sie? Ash! Ash! Da vorne ist ein kleines Licht. Ich glaube auch eine Hütte, oder was ist das? Ja, das ist eine Hütte, die dort vorne steht. Er hat sie bestimmt dort reingeschafft, denke ich. Wir kommen, Ash. Ashley? Ich höre sie. Ja, sie weint. Sie muss hier irgendwo sein. Ashley! Sie sind doch überall Krieg. Gott verdammt! Meine Güte, warum bin ich denn heute so schreckhaft? Ash, ich bin hier! Wo bist du? Ich weiß es nicht! Bist
Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte, hilf mir! Ich komme, Ash. Red einfach weiter mit mir. Was ist passiert? Chris, er hat mich gefesselt. Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, Chris! Hol uns hier raus! Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, nein! Oh Gott, das ist nicht fair! Okay, alles ist bald okay. Oh, Kacke. Oh, Alter, Kumpel. Oh mein Gott! Denk lieber nach, einen Moment! Du lässt mich doch nicht sterben! Gib mir eine Sekunde, ich kann nicht denken. Ja. Ashley, du musst nicht sterben, ich hol dich da raus! Danke! Bitte nicht! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das will ich mir nur einkriegen! Bitte sag mir, dass ich mir... Verstehe. Nein, Chris! Nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn, bitte! Nein! Oh, Fern, das Gott, kannst du das nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, Chris! Hol uns hier raus! Nein, nicht hinsehen! Oh, wenn nicht, Chris, bitte sag mir, es geht ihm gut! Bitte! Ich komme, Ash, ich hol dich da runter! Psst, hör auf, bitte! Komm, los, wir holen dich da runter, komm, wir müssen hier raus! Psst, wir müssen weg, okay? Chris! Ashley! Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Halt, direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Ein Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath. Und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Und was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Es war meine Schuld, Matt. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Einfach durchgesetzt. Hey, wir werden die Sache klären, Mann. Ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist. Wir müssen hier weg. Ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Okay. Draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ah.
will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst, dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Glaubst du überhaupt, dass ich echt bin? Ah, der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Oi, warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Oh, Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Shit. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Scheiße. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Uns das mal genauer an. Okay, wir sind jetzt hier bei diesem Gebäude mit Mike. Und ich muss ja echt mal so sagen, ich hoffe einfach, dass Jessica diesen Sturz überlebt hat. Ich hoffe es sehr. Wir schauen uns mal hier um. Vielleicht ist auf diesem Hof hier irgendwas versteckt. Ja, dort hinten. Dort ist etwas. Ich denke mal ein Totem. Gucken mal. Ja. Okay, das schauen wir uns an. Na? Okay, das ist Matt, den wir dort gerade gesehen haben. Glückstotem, okay, dann ist das etwas Gutes, was dort passiert ist, was wir dort gesehen haben. Und unsere Laterne wackelt ein bisschen vor sich hin, merke ich gerade. Okay, jetzt ist sie wieder halbwegs normal. Gerade sah das aber etwas komisch aus. Ja, und mal sehen, wo dieser Mann hier hin ist. Und vor allem, wer er ist. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier rein in das Gebäude. Moment. Kommen wir hier vorne ran.
Hier geht's rein. Gut, wir sind drin. Im Gebäude. Also dort sollten wir, glaube ich, schon mal nicht durch. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Wegen den Tieren. Moment mal. Ich glaube, wir müssen aber dort durch. Wir gucken mal kurz hier hinten jetzt was nach. Da steht auch noch was über dieses Sanatorium hier. Das schauen wir uns mal kurz an. Eröffnet wurde das damals, 1922, okay. Wir gehen mal hier rein. Wow, ganz schön geräumig hier dran. Mal sehen, ob es hier etwas zu finden gibt. Hier ist ein kleiner Tresor. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Wir schauen mal rein, würde ich sagen. Komm, geh auf. Moment, geht das nicht auf? Komm schon. Jawohl, der Tresor ist offen. Stechuhrkarten. Okay. Mehr ist dort sonst nicht drin. Ja, das untere können wir uns nicht anschauen, was da noch drin war in Briefen. Hier ist es auf jeden Fall sehr groß gerade, dieser ganze Raum und so. Also hier gibt es auf jeden Fall anscheinend viel, was man sich mal so anschauen kann. Hier ist eine Kamera. Und hier hinten ist noch eine Kammer. Oh. Ich hab da was gehört. Ich glaube, das ist einer dieser Hunde. Oder Wölfe. Was haben wir denn hier? Verschwörung am Blackwood Mountain. Okay, hier waren Männer eingesperrt in den Minen und hatten Traumata danach. Okay. Es dreht sich alles um diese Mine hier. Die Mine, wo auch Jessica runtergestürzt ist. Und wo wir ja auch schon mal unten waren. Mit Mike und Jessica. Da waren wir ja in so einem kleinen Abteil. Von der Mine. Hier ist auch nochmal ein Brief.
Ja, das dreht sich alles auf jeden Fall um diese Minenarbeiter hier. Und um diese Mine. Die ist bei diesen Bergen und so. Vieles dreht sich darum auf jeden Fall hier. Boah, und ich will eigentlich nicht hier runterlaufen, denn hier unten sind diese Geräusche. Also von hier unten aus kommen die her. Ich will eigentlich echt nicht hier runter. Aber daran führt anscheinend nichts vorbei. Was haben wir denn hier? Oh Scheiße. So. Krass. Wow, hier haben wir eine Machete. Die nehmen wir mal mit. Kann nicht schaden. Eine Machete hat noch nie geschadet. Vor allem in so einer Umgebung, wo wir hier gerade sind. Da ist das, glaube ich, echt nicht verkehrt. Wenn man da eine dabei hat. Wow! Oh oh, da war der Schatten. Von einem Tier. Na, großartig. Das gefällt mir aber ganz so gar nicht. Hier haben wir nochmal einen kleinen Brief. Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Hey, wir würden hier keine Presse wollen in diesem Paradies. 12 Überlebende ins Sanatorium eingewiesen. Traumata. Okay. Diese Leute wurden eingewiesen, nachdem die ja, mehrere Wochen, Tage in dieser Mine drin eingesperrt war und dann wieder rauskamen. Also die waren wie verrückt dann danach. Die wurden eingewiesen auf jeden Fall. Oh, ich höre da irgendein kleines Knallen immer wieder. Hey, da drüben ist etwas. Auf der anderen Seite, wenn wir hier mal schauen. Hier bei dieser Scheibe, da hat gerade was geglänzt. Okay, irgendwie kommt man da anscheinend rüber. Und die ist gerade so stockfinster, ich sehe fast kaum etwas. Hey, was willst du denn? Mein Ding. Kann man da rangehen? Nein, sieht nicht so aus. Oder doch? Ja, hier kann man rangehen. Und hier hinten ist auch noch etwas, wo man rangehen kann. Hey, na das wow, da ist ein... immer besser. Da ist ein Kopf drin. Seltsamer Schädel. Alter, was ist das? Soll das ein Witz sein? Ich brauche jetzt eine verdammte Schlüsselkarte. Und hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Na, großartig. Was haben wir denn hier für ein Fach? Halt, das ist eine Schlüsselkarte, oder? Medizinisches Notfalletikett. Angriff durch Insassen. Tödliche Fleischwunde am Hals. Okay. Wir schauen uns mal noch die anderen Dinge hier an. Schauen uns mal noch die anderen Dinge hier an. Hier ist auch nochmal ein größerer Brief. Schwere Fleischwunde. Durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Okay, dadurch ist die Person hier gestorben.
Und die andere Seite, Moment. Nein, ich muss das nochmal nehmen. Die andere Seite hier. Das hatten wir schon. Und hier? Ah nein, das ist alles, okay. Ich dachte, da wäre nochmal was, was man lesen könnte oder anschauen könnte. Wir schauen noch in das eine Fach hier. Hier liegt etwas. Scheiße, ist das krank? Was ist das? Das ist kein Mensch. Oh, das ist doch ein Mensch. Das ist ein Mensch, ja. Und der hat hier eine Schlüsselkarte. Okay, sehen wir mal. Aber das sieht verformt aus. Wenn man sich den mal so ansieht. Okay. Ich glaube, dieser Kopf, den wir gesehen haben, der sah eigentlich genauso aus wie dieser Körper, den wir gerade dort gesehen haben, oder nicht? Der Kopf, den wir vorhin gesehen haben, das sah doch genauso eigentlich aus wie gerade eben von dem Körper dort. Auch der Kopf. Die hatten eigentlich eine gewisse Ähnlichkeit. Boah, Hilfe. Ah! Oh mein Gott. Lauf. Lauf. Oh, Hilfe, mein Hals. Mein Hals. Das hat nicht gut getan. Ich brauch Tee und renn. Renn, Mike. Hilfe. Meine Güte. Ich rede gerade ganz entspannt und dann... Oh, kommt der Wolf angeschossen. Hilfe. Meine Güte. Meine Güte. Was für ein reizender Psychobau. Oh, nee. Hilfe. Mein Hals tut mir weh. Hat jemand etwas zu trinken, bitte, für mich? Puh, Hilfe. Hilfe, 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 Leute. Lass uns weitergehen. Zum Glück hat Mike die Tür gut zugemacht. Aber das waren vorhin zwei. Das darf man auch nicht vergessen. Das war gerade einer. Okay. Wieder hier. Vorhin haben wir zwei gesehen von denen. Wo ist Station kommt, der zweite kommt jetzt hier bestimmt gleich irgendwo angerannt. Ja, hier ist doch diese Tür. Da waren die zwei vor und dahinter. Oh, ich glaube, der andere ist vielleicht auch noch hier irgendwo. Ah! Ich tue dir nichts. Okay. Okay. Alles gut. Ganz brav. Ganz brav. Okay, der ist lieb. Ja, der hier ist lieb. Entschuldigung. Moment, wir nähern uns ihm mal. Genau. Oh, oh. Ruhig. Ja, guter Junge, ja. Na, Kleiner? Gefällt dir das? Ja? Oh. Streicheleinheiten mag doch jeder, was? Mhm. Ja. Okay, gut. Na, Kleiner? Gefällt dir das? Ja? Streicheleinheiten mag doch jeder was. Gut. Ja. Gehen wir mal weiter. Aber was ist mit dem zweiten? Vielleicht ist nur der hier friedlich und der andere so, ist schon böse. Was haben wir denn hier? Hey, da hinten ist ein Revolver, sehe ich gerade. Ich glaube, an den sollten wir rankommen. Den müssen wir uns holen irgendwie. Komm schon! Komm schon! Ah, Moment mal. So. Jawohl.
Gott. Wir haben ihn. Jetzt haben wir die Machete und diesen Revolver. Sehr gut. Und dazu haben wir auch noch diese Jacke hier mit Mike. Also ich muss sagen, Mike gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall einer meiner Lieblinge hier geworden von der ganzen Gruppe. Was für ein Freak. Und hier haben wir Ausschnitte. Hier sind auch Bilder von den Minenarbeitern. Hier, wenn man mal hier unten so hinschaut. Vermisste Minenarbeiter und so weiter. Okay. Dieser Mann hat auf jeden Fall darüber sehr viele Infos und Hinweise gesammelt. Und hier ist eine Kiste. Ich denke mal, die können wir bestimmt nicht öffnen, oder? Doch, können wir öffnen. Sehr gut. Ah, hier sind Knochen für den Hund. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Ja, oder den Wolf. Das trifft es eher. Gut, wir gucken mal noch hier hinten. Denn vielleicht gibt es hier noch irgendwo Munition für diesen Revolver. Kann ja gut sein. Okay, nein, hier hinten ist es aber recht leer. Aber hier ist noch etwas, eine Schatulle. Mal sehen, was da drin ist. Wir gucken mal. Eine Zigarre. Das ist ein Zigarrenversteck. So, jetzt wird es aber Zeit. Wir gehen weiter, würde ich sagen. Der eine Wolf dort hinten, der sollte eigentlich jetzt friedlich sein durch das Gekraule von uns. Und ich denke mal, den Knochen können wir dann vielleicht nehmen für den anderen, der uns vor und mal hinterher ist. Denke ich. Halt, Moment mal, war da hinten noch etwas? Nein, hier hinten ist nichts. Hier geht es weiter. Hier geht es eine Treppe nach unten. Mal sehen, vielleicht gibt es hier oben noch etwas. Hier ist es aber auch echt dunkel, also man erkennt hier wirklich kaum etwas. Wäre schön, wenn wir langsam etwas mehr beleuchtete Räume wieder hätten. Hier ist noch etwas, ein Totem. Das schauen wir uns natürlich an. Wow, das war Mike, als er in die Luft geflogen war, ein Feuerzeug wo angemacht hat. Okay. Das darf auf jeden Fall nicht passieren mit diesem Feuerzeug, was wir da jetzt eben gesehen haben. Das darf auf jeden Fall nicht passieren. Hoffe ich zumindest. Sehen, wo uns dieser Weg jetzt hier hinführt. Und mal sehen, wann wir wieder eine andere Figur spielen. Also wie lange wir jetzt hier noch als Mike unterwegs sind. Natürlich. So. Hier haben wir wieder ein Schloss und hier ist ein Kanister. Moment mal, ist das vielleicht das, was wir eben gesehen haben? Und hierdurch könnte er in die Luft fliegen. Okay. Ich glaube, hier muss man schon noch drauf feuern. Oh, oh. Mike, du solltest wegrennen. Nein. Nein! Nein! Shit. Shit. Oh mein Gott, er hat überlebt. Puh, Hilfe. Und jetzt sind wir wieder bei Matt. Es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht.
Jetzt sind wir hier auf jeden Fall wieder mit Matt unterwegs. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Ja, ich glaube auch, was die anderen gesagt haben. Ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt auch erstmal hier Schluss an dieser Stelle. Und in der nächsten Folge machen wir mit Matt weiter. Schaltet da gerne ein auf jeden Fall. Das war's an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag. Und ja, tschüssi.